Hallo und herzlich willkommen. Hier bin ich, die Ems. Und der Enzo. Und heute machen wir ein mega Bauprojekt. Wir werden euch aber nicht sagen, was wir bauen. Ist doch schön, oder nicht? So, und dann starten wir mal, ne? Wir nehmen das hier als Grundfläche, oder? Ja, würde ich machen. So. Wir haben noch nicht so viele Materialien, das heißt, wir müssen erstmal gucken, wo wir anfangen. Wie baut man nochmal diese eine Bude, diese Box? Welche Bude-Box? Ja, man muss doch diese Werkbank bauen. Ach, Bude-Box, Werkbank. Man braucht 4 Holz. Eichenbretterholz. Ja. Kannst du so ein Ding bauen? Baue ich erstmal den Baum hier ab. Übrigens, heute habe ich voll den süßen Skin. Wuff, wuff. Hau den Baum kaputt. Hau den Baum kaputt. Weghauen, weghauen, weghauen. Möchte ich, dass du mir nochmal Holz klaust? Nein. Bin so. Ich konnte gerade den Baum nicht hinplatzieren. So. Kannst du ja jetzt selber bauen, oder nicht? Ah, oder geht das nicht? Ich brauche Stöcker, ne? So, warte mal. So. Die Werkbank. Wo soll ich die hinbauen? Werkbank. Platziere einfach erstmal irgendwo hin. Ja, hier wollen wir bauen in die Richtung da, ne? Wo du jetzt gerade guckst, oder? Ja. Warte mal. Aber aus was wollen wir das dann bauen? Ja, eine Idee. Aus Holz? Ist halt nur leicht zum Abfackeln, ne? Also erstmal sowas aufbauen und dann ist es wieder vernichtet, wenn es einmal brennt. Ja, dann sag an, was wir machen wollen. Na, Stein sieht nicht so schön aus, oder nicht? Doch, könnte schön aussehen. Ja, ich würde unten mit Stein auf jeden Fall beginnen. Ja, okay, dann lass uns gleich sogar schon mal Stein holen. Okay, ich habe aber noch nicht so ein Axtdingens. Das muss ich erst noch bauen. Und ich hole Holz. Das ist aber für uns beide, ne? Ja. Ich muss gerade mal gucken, was brauchen wir überhaupt für Stöcker und Bretter brauchen wir, ne? Ich habe eine Kiste, da können wir die Sachen reinlegen, die wir uns teilen können. Die kann dann. Du hast schon eine Kiste? Ja, die habe ich. Ja. Ich habe schon eine Kiste. Die kann ich da hinbauen. So, und dann jeder, der irgendwie Holz oder Stein hat, kann das da reinsetzen. Und ein anderer darf das zum Beispiel rausnehmen. Wenn ich zum Beispiel da Holz reinplatziere, kannst du dir das nehmen, genau. Um Spitzhacken zu bauen kann oder ich sowas. Kann ich eine Holzspitzhacke nehmen erstmal? Ja, mach. Um Stein abzubauen. Geht das, oder? Ja, geht. So, das mache ich mal weg. Soll ich Tropenbaum setzen? Ich setze mal den Tropenbaum erstmal hin. Ja, dann haben wir Holz. Ich bin hier auch noch gerade ein bisschen am Holz abbauen. Das hier Gänseblümchen? Ich glaube. Kannst doch direkt mal gucken. Oh, da unten könnte man auch Stein. Oh! Ist das Lava? Ja. Wollen wir hier Stein abbauen? Oder? Ja, oh. Würde ich machen. Was haben wir hier? Sand, ne? Können wir auch gebrauchen. Und Wasser. Ja. So. Was ist denn jetzt los? Kommen wir nicht raus. Wird aber. Ja, okay. Wo ist der Abgrund? Ach, da ist der Abgrund. Oder nicht? Wo ist der Abgrund? Ich spring da rein und hole uns ein bisschen Gestein und so. Echt jetzt, oder was? Ja, ich spring da rein. Hier.
Und wo war der? Warte, noch mal gucken. Ich springe in den Abgrund rein. Hä? Wo war denn das jetzt? Ich hab mich verlaufen. Hier sind wir falsch. Warte mal. Wo steht jetzt unsere Kiste? Uah. Hast du es gefunden? Nein. Von anderen dummen Weg. So, hier ist unsere Kiste. Und wir bauen in welche Richtung wollten wir bauen? Nicht dahin, sondern dahin. Ja. Du bist schon viel zu weit weg. Ich weiß auch nicht, wo der Abgrund war. Ich weiß auch nicht mehr, wo die Box ist. Ach, da hinten. Ich dachte, ich wäre gerade fast wieder da reingesprungen. Ich weiß nicht, wo der Abgrund war. Wir müssen uns auf jeden Fall mal so Wegweiser machen. Das Gänseblümchen oder so. Abgrund nach da. Nein, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, was ich machen kann. Was? Ich sammle erstmal ein paar Beeren. Und ich werde erstmal ein bisschen Holz wegmachen. Au, 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 au. Ich habe mir an den Bären wehgetan. Aber wenn man die Bäume zerstört, dann kriegt man nichts. Leider. Was ist das? Süße Beeren. Da können wir dann auch da, was wir später bauen, auch süße Beeren da dann vielleicht hin platzieren. Ja, warum nicht? Au, au. Aber diese süßen Beeren sind stachelig. Deswegen kann man sich da leicht mal einen Stachel holen. So. So. Finkenstamm, ich muss mal gucken. Hier hinten ist natürlich auch reichlich Platz, aber ohne Gänseblümchen. Die Frage ist, aus was machen aus. Ich habe den Abgrund gefunden. So, warte, ich guck kurz, wo du bist. Wo bist du? Sehe ich irgendwo deinen Namen? Ich weiß, wo ich bin. Wo denn? Ey! Ah, oh, hier ist ein Baum gewachsen. Du hast dich vor einem Baum erschreckt? Wo bist denn du? Der geht auch in den Berg rein, ne? Da hinten? Oder wo? Nein! Wo bist denn du? Warte. Ah, jetzt hab ich fast die süßen Bären fallen lassen. Irgendwo da lang. Da lang? Nein, ich meine bei mir auf dem Bildschirm. Ich sehe ja nicht, wo du bist. Ich bin den süßen Bären gefolgt, als ich... Da sind Bären. Das ist ein Apfel. Ich sehe dich. Bin hier oben auf dem Baum. Du hast mich... Nein. Du hast mich übersehen. Ich bin irgendwo oben auf dem Baum. Da. Ja. Okay, da bist du. Pass auf, ich platziere jetzt hier den roten Apfel. Geht nicht. Nein, du musst den essen, wenn dann. Pass auf, dann kann ich hier die platzieren, ja. Ja. Da, wo die zwei Sonnenblumen sind, so. Und da soll hier eher das Haus hier hin, in die Richtung. Das passt schon. Ja, ich hätte auch einen anderen Weg gefunden. Mit welchem Holz bauen wir das jetzt? Wir haben Eichenholzbretter und Finkenholzbretter. Ich würde Eichenholzbretter nehmen, denn die haben wir hier. Okay. Aua. Ich hab Kürbisse gefunden. Wir müssen ja auch jetzt langsam was ansammeln. Hörst du das Geräusch? Ja, ich höre das. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Vielleicht Unglück oder Pech oder Monster? Nein. Das wollen wir mal nicht hoffen.
So. Jetzt mal gucken. Wir müssen jetzt uns immer gute Plätze suchen, wo wir die Bäume hinplatzieren, weil jetzt hier im Weg, die sie hinzustellen, wäre ein bisschen schlecht, ne? Ja. Oder wollen wir. Ich finde aber irgendwie den Abgrund nicht mehr. Muss ja irgendwie auf der anderen Seite des Berges sein. Ach, da ist er ja, der Abgrund. Und ich habe gesagt, ich springe da rein, ne? So, in die unterste Reihe machen wir Stein, ne? Ja, unterste Reihe würde ich Stein machen. Brauche auf jeden Fall auch Stein. Na, nicht nach ganz unten springen. Bastel dir einen Weg oder so, das ist sonst zu gefährlich. Schon geschafft. So, ich laufe hier gerade auf dieser engen Kante und hoffe, dass ich nicht runterfalle. Ich werde hier erstmal unten bleiben, ne? Vor allem die Frage ist, woran sehe ich hier den Unterschied zwischen Fichtenholz und Eichenholz? Eins sollte heller sein, eins sollte dunkler Ja, wir sein. haben ja nur das Dunkle überall. Ja, wir haben auch helles. Ja, wo? Und warte mal. Soll ich dann auch gleich Stein mit besorgen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Aber auch Eisen und so, ne? Ja, guck mal, was du mitbringen kannst. Ich kann Eisen, Kohle, Stein. Ich muss gucken, was es noch so alles gibt. Ah, das hier ist Eichenstamm. Hier oben ist nochmal Eichenholz Kohle. wollten wir nehmen, ne? Ja, wir wollten eine Eiche nehmen. Denn davon habe ich auch schon, ja, geht so. Aber davon habe ich auch schon auf jeden Fall ein bisschen was. So, ich habe auf jeden Fall hier ein bisschen Kohle. Ich habe bis jetzt 22 Kohle und 6 Eisen und 19 Stein. Ich muss bloß vorsichtig hier sein. So, ein Eichensetzling. Zack. So. Ups. Oh Mist, ich habe Mist gebaut. Ich habe 15 Leiter gebaut. Ernsthaft? Was mache ich denn jetzt damit? Vielleicht brauchen wir das später. Unser Pack's erstmal in die Eichenzaun. Oh Truhe. Mann, ich bin doof. Pack's erstmal in die Truhe. Vielleicht brauchen wir es später. Ich habe jetzt 24 Kohle und 14 Eisen. Guck jetzt nochmal, dass ich diese Eichendinger hier richtig bearbeite. Ich muss gucken, dass ich hier nicht runterfalle, weil sonst war alles eigentlich umsonst. Nur die Frage ist, wo machen wir denn den Anfang auch? Ich packe erstmal Sonnenblume und Brot und alles packe ich erstmal jetzt in die Truhe hier, ne? Ja, mach das. Den Zaun. Dann habe ich, ja, da kann ich noch behalten. So, dann gucken wir noch mal nach so einem Setzling. Den bastel ich hier hin. Bastelst einen Setzling? Ah, du weißt, was ich meine. Ja, du bastelst einen Setzling. Das meinst du. Ich hätte auch gern wieder unbedingt so eine Schere, um den Baum hier schneller zu entasten, also hier um die Blätter wegzumachen. Entschuldigung, aber das haben wir gerade nicht im Angebot.
Aber kannst du dir später machen? Ich habe 26 Eisen. Oh, guck mal, hier schon der nächste Baum. Ich bin ganz nach unten in die Höhle gefallen. Kommst du da raus? Hoffentlich. Aber meine Steinaxt ist bald kaputt. Aber dann haben wir auf jeden Fall genug Eisen und Kohle. Zwar nicht so viel Stein, aber man könnte sagen, besser als gar nichts. Ja, wir müssen mal gucken. Wir werden uns gleich einen Weg auch um wieder hin machen müssen. Um zu wissen, wo müssen wir hin. Mir ist gerade meine Steinaxt kaputt gegangen. So, die Frage ist, wo soll ich jetzt anfangen, die Linie zu ziehen? Da setze ich mal den ersten hin. Irgendwo muss man ja mal. So. Baut jeder von uns alleine eins oder bauen wir zusammen eins? Wir bauen zusammen. Hast du überhaupt was zu essen? Ja, Brot und Apfel, glaube ich. Weil ich habe ja genug. Ja. Hier ist vom Himmel. Es fällt nicht vom Himmel. Dahergekommen. Das fällt vom Baum. So. Hast noch was? Aha. Könnte auch bald ein bisschen Stein gebrauchen. Ja, ich habe nur 33. Warte mal, ich hab doch Stöcker und alles. Warum kann ich mir jetzt nicht so ein Ding bauen? Geht mir irgendwas? Nein. Kann ich mir jetzt keinen aus. Viel mehr Stöcke. Jetzt? Bauen wir doch aus Bretter und baue ich mir doch so eine Axt, oder nicht? Geht doch. Hä? Ja, aus Stöckern und Brettern. Und ich baue mir jetzt einen Weg aus dieser Schlucht.
Ich habe Lava gefunden. Echt? Ja. Ich baue jetzt hier den direkten Weg erstmal so zu dir. Wie so ein Gang. Damit wir es auch immer wieder finden. So, dann können wir diese Folge auf jeden Fall schon mal abmoderieren. Ja, auf jeden Fall natürlich nicht vergessen, ne? Liken, zu abonnieren und halt natürlich die Videos mit euren Freunden, ne? Und guckt unbedingt mal bei unserer Facebook-Gruppe vorbei. Ja, und dann tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.